WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 24. Juni 1922. Der Todestag des Politikers Walter Rathenau. Berlin, Grunewald, Königsallee 65. Der Augenzeuge konnte sich gut erinnern. Als das große Auto etwa eine Wagenlänge vorüber war und der einzelne Insasse des anderen Wagens nach rechts hinübersah, bückte sich der eine Herr in dem feinen Ledermantel nach vorn, ergriff eine lange Pistole, deren Kolben er in der Achselhöhle einzog, und legte auf den Herrn in dem anderen Wagen an. Dann fielen 5 Schüsse, die Walter Rathenau in Rücken, Hals und Kiefer trafen. Der zweite Attentäter schleuderte eine Eierhandgranate in das Cabriolet. Die Prophezeiung eines rechtsextremen Hetzliedes hat ihre Vollstrecker gefunden. Auch Rathenau, der Walter, erreicht kein hohes Alter. Am 24. Juni 1922, heute vor 95 Jahren, verlor die junge Weimarer Republik mit dem Außenminister Walter Rathenau ihren vielleicht fähigsten Politiker. Geboren wurde er 1867 in einer Zeit des Umbruchs. Der Potsdamer Historiker und Rathenau-Experte Professor Dr. Martin Sabrow. Tatsächlich ist Walter Rathenau auch ein gewisses Kind des Übergangs von der Moderne zur Hochmoderne, die in starkem Maße von Banken, von Konzernen und Verflechtungen bestimmt ist. Rathenau war promovierter Physiker, Unternehmer, Schriftsteller, Vorstandsvorsitzender, Berater des Generals von Ludendorff, Diplomat in Friedensmission, ein liberaler Freigeist, der als junger Mann aber erst einmal den Plänen seines Vaters folgte. Der hatte 1883 das europäische Patent für die Glühbirne erworben. Da gründet sein Vater die deutsche Edison-Gesellschaft. Als allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, kurz AEG, wuchs das Unternehmen rasant und verschaffte sich mit 70.000 Beschäftigten bald Weltgeltung. Der Vater lebte für seine Gründung, der Sohn empfand sie eher als ungeliebte Herausforderung. Der Historiker und Rathenau-Biograf Professor Lothar Gall. Er wollte auf eigenen Füßen stehen und das hat er mit Nachdruck betrieben, also seine ganzen Interessen an der Literatur, an der Kunst, waren auch gewissermaßen ein Element der Absetzung vom Vater. Aber erst einmal arrangierte er sich mit einer Karriere im Unternehmen. Der Vater schickte ihn als technischen Beamten in ein Schweizer AEG-Werk. Walter Rathenau stieg auf, sammelte Aufsichtsratsposten und spätestens ab 1899 gehörte er als Vorstand der AEG zu einer Elite, von der er behauptete, 300 Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents. Aber Rathenau lebte in zwei Welten. Hier die des Konzernchefs, daneben die Berliner Kunstszene. Der Theaterkritiker Alfred Kerr und der Dramatiker Gerhard Hauptmann gehörten zu seinen engsten Freunden. Er selbst verfasste 1897 mit Höre Israel einen umstrittenen Aufsatz. Lothar Gall. Er hatte ganz klare These, nämlich dass die Juden in der deutschen Nation aufgehen sollten und dass sie damit gewissermaßen auch eine bessere Überlebenschance hätten als im Zionismus, der in der Gleichzeitigkeit entstand. Und er war ein Wortführer eines assimilierten Judentums. Selbst jüdischer Herkunft distanzierte er sich später von dem Aufruf, nannte sie eine Jugendpflegelei. Er wusste mittlerweile aus eigener Erfahrung, dass nicht mangelnde Anpassung den Juden die gesellschaftliche Anerkennung versagte. Als Freunde ihn aufforderten, politisch aktiv zu werden, stellte er resigniert fest: Ich bin als Jude Bürger zweiter Klasse. Ich könnte nicht politischer Beamter werden, nicht einmal in Friedenszeiten Leutnant. Rathenau litt unter dem wachsenden Antisemitismus. Vielleicht gab er sich auch deshalb betont patriotisch, als der Erste Weltkrieg begann. Martin Sabrow. 1914 schreibt er eine Denkschrift in den ersten Tagen an den preußischen Kriegsminister und weist darauf hin, dass das Deutsche Reich gar nicht kriegsfähig ist, weil es mangels Rohstoffen gar keine Munition herstellen kann. Rathenau übernahm daraufhin die Leitung der neu gegründeten Rohstoffabteilung, ohne die das Kaiserreich den Krieg wohl schon nach wenigen Monaten verloren hätte. Das bringt ihn damit in die Politik. Er wird zu einem Berater auch von Ludendorff. Es gehörte zu den großen Widersprüchen Rathenaus, dass er dabei die Kriegsziele des Kaiserreichs ablehnte. Ich glaube nicht an unser Recht zur Weltbestimmung. Lothar Gall.
Natürlich ist es so, dass dieses ein Gegensatz ist. Also diese Position, die ja eine sehr führende Position war und tatsächlich dann die Verlängerung des Krieges bewirkt hat. Er wollte nicht, dass diese deutsche Nation sozusagen von den Alliierten in einem Atemzug überwunden wurde. Rathenau leitete mit der Rohstoffabteilung einen kriegswichtigen Bereich, aber weiter kam er nicht. Der erhoffte politische Aufstieg blieb versperrt. Dann zieht er sich zurück. Nach Kriegsende im November 1918 saß er zwischen allen Stühlen. Für die Linke war der Unternehmer ein Kollaborateur der Generäle und Kriegstreiber. Die Führungseliten sahen in dem Liberalen einen Nestbeschmutzer, der den Zusammenbruch des Kaiserreichs und die neue Republik befürwortete. Die Rechte verleumdete ihn als Juden, mitschuldig an der militärischen Niederlage. Aus dieser Sicht steigert sich mit der wachsenden Suche nach einem Sündenbock und hier spielt die jüdische Herkunft Walter Rathenaus eine große Rolle. Er wird zum Feindbild der Antisemiten. Rathenau fand zurück in die Politik, nachdem im März 1920 der Kapp-Putsch, die Machtübernahme reaktionärer Militärs, gescheitert war. Nach dem Kapp-Putsch schlägt dann doch wieder die Stunde des zeitweilig verachteten und verlachten Zeitkritikers und Unternehmers Walter Rathenau. Er wird in die Sozialisierungskommission berufen. Ein Jahr später wird er wieder Aufbauminister, am letzten Januartag 1922 sogar zum deutschen Außenminister ernannt. Der weltgewandte Manager genoss schnell das Vertrauen der Siegermächte. Auf der Weltwirtschaftskonferenz von Genua durfte Rathenau im Frühjahr 1922 die Schlussworte sprechen und zitierte dabei den Dichter Petrarca. Es waren ganz neue Töne, die die Weltgemeinschaft da von einem Deutschen hörte. Jovo gridando pace, pace, pace. Ich gehe durch die Welt und rufe Friede, Friede, Friede. Aber der Außenminister überraschte nicht nur mit dieser Friedensbotschaft. Abseits der Konferenz hatte er mit Sowjetrussland den Rapallo-Vertrag ausgehandelt. Die beiden Staaten beschlossen diplomatische Anerkennung, wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Verzicht auf gegenseitige Reparationsforderungen. Für die junge Deutsche Republik ein weiterer Schritt raus aus der internationalen Isolation. Zu Hause bestärkte der Vertrag allerdings das rechtsextreme Lager in seinem Hass auf Rathenau. Die völkische Presse schrieb: Kaum hat der internationale Jude Rathenau die deutsche Ehre in seinen Fingern, so ist davon nicht mehr die Rede. Die deutsche Ehre ist keine Schacherware für Judenhände. Die deutsche Ehre wird gesühnt werden, Herr Rathenau. Rathenau stand nun im Fadenkreuz der Republikfeinde. Es kursierten Attentatspläne, aber von einer Bedrohung wollte der Außenminister nichts wissen. Personenschutz empfand er als Einschränkung seiner persönlichen Freiheit. Auf die Warnungen seines Kanzlers Josef Wirth antwortete er gelassen: Lieber Freund, es ist nichts. Wer sollte mir denn etwas tun? Eine fatale Fehleinschätzung. Und so wurde Rathenau mit 54 Jahren Opfer eines Attentats, das ein politisches Beben auslöste. In vielen Städten Deutschlands versammeln sich Millionen. Im Berliner Lustgarten sind es über 2 Millionen Menschen, die zusammenkommen und die nach Rache schreien und nach Konsequenzen. Im Reichstag ruft Reichskanzler Wirth völlig erschüttert aus: Da steht der Feind, dieser Feind steht rechts und er weist auf die Deutschnationalen. Eine landesweite Fahndung nach den beiden Attentätern Erwin Kern und Hermann Fischer begann. Schnell kamen die Ermittler auf die Spur der 2 Studenten. Einer wurde beim Zugriff erschossen, der andere tötete sich selbst. Aber die eigentlichen Drahtzieher der Tat blieben erst einmal unbehelligt. Hinter dieser Beteiligung junger Männer verbirgt sich eine Geheimorganisation. Das ist die Organisation Konsul. Dieses Netzwerk hatte bereits eine Serie von Anschlägen verübt. Der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, der die deutsche Kapitulationsurkunde unterzeichnet hatte, wurde im August 1921 aus dem Hinterhalt erschossen. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, der im November 1918 die Republik ausgerufen hatte, überlebte nur mit viel Glück ein Säureattentat. Unter der Leitung des ehemaligen Korvettenkapitäns Hermann Erhard hatten sich in der Organisation Konsul vor allem gewaltbereite ehemalige Militärs zusammengefunden. Es sind in der Regel bürgerlich gescheiterte Offiziere, die mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Abrüstungszwang, den die Alliierten auferlegten, rot und perspektivlos geworden sind. Sie verachteten alles, was sie für ihren Abstieg verantwortlich machen konnten. Republik, Parlamentarismus, demokratische Parteien,
Eine Außenpolitik, die den Ausgleich mit den Siegermächten suchte und jeden, der durch ihr völkisches Raster fiel. Mit den politischen Morden sollte das verhasste System destabilisiert und schließlich beseitigt werden. Darum war der Putschplan des Korvettenkapitäns Hermann Ehrhardt dahingegangen, durch eine Provokationsstrategie, die darauf zielte, die besten Köpfe der jungen Weimarer Republik umzubringen, die Linke zu einem Aufstand in Deutschland zu reizen, den dann die Organisation Konsul im Verbund mit der Reichswehr niederschlagen und eine neue Reichsregierung installieren würde. Aber das Kalkül ging nicht auf. Die schnellen Fahndungserfolge beruhigten die Wut über den Mord fürs Erste. Zudem zeigten sich die demokratischen Parteien entschlossen, die Versäumnisse zu korrigieren, unter denen die Weimarer Republik seit ihrer Gründung litt. Endlich wollte man die Bedrohung durch reaktionäre Militärs und rechtsradikale Organisationen ernst nehmen. Es bemächtigt sich eine Stimmung des Landes, die sagt, jetzt wird nachgeholt, was wir 1918-19 versäumten. Und der Reichsjustizminister Radbruch bringt ein Republikschutzgesetz ein in den Reichstag, das diesen Kampf gegen rechts führt. Aber dieser Kampf gegen rechts scheiterte. Denn an den Schaltstellen des juristischen Apparats saßen immer noch die alten Eliten des Kaiserreichs, allesamt Gegner der Republik. Es lag ihnen fern, ihre Gesinnungsfreunde zu verfolgen. Die Aufarbeitung des Rathenau-Mordes zeigte, reaktionäre Militärs, rechtsextreme Organisationen und völkische Bündnisse blieben verschont. Die Weimarer Republik heißt Republik, aber sie ist als Zivilgesellschaft eben keine republikanische Gesellschaft, sondern tief zerstritten auf der Suche nach Sündenböcken, die für die Kriegsniederlage verantwortlich sind, für die Reduktion des Landes auf ein Kerngebiet und für die Verschlechterung der sozialen Lage in so vielen bürgerlichen Familien. Das Mordkomplott wurde zwar vordergründig aufgeklärt, an die eigentlichen Hintermänner der Organisation Konsul wagte sich niemand ran, auch weil der Geheimbund eine Doppelstrategie betrieb. Zwar bekämpfte das Netzwerk die Weimarer Republik, das hielt den Geheimbund aber nicht davon ab, konspirative Aufgaben im neuen Staat zu übernehmen. Denn die Organisation Konsul war nicht nur eine Geheimorganisation zur Ermordung herausragender Politiker und Repräsentanten der Republik, sie fungierte als Teil der Abwehr. Denn diese Abwehr, die Spionage, war Deutschland verboten und die Organisation Konsul hat auf diese Weise eine Lücke erspäht, um durch Waffenschmuggel und Nachrichtenschmuggel die Abwehr im Deutschen Reich ein Stück weit zu ersetzen. Nur durfte das nicht an die Öffentlichkeit dringen. Ein Eingeständnis, dass man die Dienste eines rechtsradikalen Netzwerkes nutzte, hätte schwere Sanktionen der Siegermächte zur Folge gehabt. Martin Sabro. Insoweit war es nicht im juristischen, aber im sogenannten nationalen Interesse, die Organisation Konsul nicht zu verfolgen. Die Justiz und auch die Politik decken in gewisser Weise die Geheimorganisation, die hinter der Ermordung ihres eigenen Außenministers stand. Die Organisation Konsul und andere rechtsextreme Organisationen betrieben nach Kräften die Schwächung der Weimarer Republik. Unablässig unterhöhlten sie die erste deutsche Demokratie und entpuppten sich nach deren Untergang als treue Gefolgsleute der NS-Diktatur. Die Mitglieder der Organisation Konsul wurden 11 Jahre nach der Ermordung Rathenaus offiziell in die SS eingegliedert. Der Freiburger Historiker Professor Wolfram Wette: Die große Linie ist eben die, dass die gewaltbereiten rechtsradikalen Nationalisten aus der Gründungsphase der Weimarer Republik genau diejenigen sind, die später das Gewaltpotenzial insbesondere in der SS bilden. Insofern sehe ich hier eine große Linie der Kontinuität, ohne dass ich dabei unterschlagen möchte, ganz im Gegenteil, dass Deutschland auch einen ganz anderen Weg hätte nehmen können, wenn diese radikalen Nationalisten nicht zum Zuge gekommen wären. Und für diesen anderen, den demokratischen, aber gescheiterten Weg stand auch der ermordete Außenminister Walter Rathenau. Weniger aggressiv als das Wilhelminische Kaiserreich, stärker auf Integration, auf Behutsamkeit bezogen und von einem Geist der Liberalität und Toleranz geprägt, den dann die frühe Weimarer Republik leider vermissen ließ. Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Walter Rathenau, der am 22. Juni 1922 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.